Wenn ich Schulden habe und diese nicht mehr bezahlen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann wird der oder die Gläubigerin, also die Person oder die Firma, bei der ich Schulden habe, die Schulden an ein Inkassobüro oder eine Rechtsanwaltskanzlei weitergeben. Kann ich die Schulden dann auch nicht bezahlen, dann werden die Schulden schlussendlich beim Bezirksgericht eingeklagt werden. Das heißt, der oder die Gläubigerin klagt die Schulden ein. Das Bezirksgericht schickt mir dann einen Zahlungsbefehl, also einen Brief, und teilt mir mit, dass ich die Schulden innerhalb von 14 Tagen einzahlen muss. Wichtig zu wissen, das Gericht überprüft dabei nicht, ob die Schulden richtig sind. Hier bin ich verantwortlich, zu überprüfen, ob ich die Schulden überhaupt schuldig bin und wenn ja, in welcher Höhe. Sollte hier etwas nicht stimmen, dann kann ich innerhalb von 4 Wochen einen Einspruch erheben und mich dagegen wehren. Das macht aber nur dann Sinn, wenn ich die Schulden gar nicht schuldig bin oder eben die Schuldenhöhe nicht korrekt ist. Wenn ich nur Zeit gewinnen möchte, ist ein Einspruch nicht sinnvoll. Nach Ablauf der Einspruchsfrist wird der oder die Gläubigerin eine Gehaltsexekution beantragen, wobei auch noch andere Arten einer Exekution beantragt werden können. Wird diese Exekution bewilligt, dann wird mein Einkommen bis zum Existenzminimum gepfändet. Das bedeutet, dass mein Arbeitgeber oder Arbeitgeberin oder die Stelle, wo ich mein Einkommen bekomme, den Betrag abziehen wird, der über meinem Existenzminimum liegt. Dieses Geld bekommt dann der oder die Gläubigerin. Ist nur der Lohn von meiner Arbeit von einer Lohn- und Gehaltsexekution betroffen? Nein. Es heißt zwar Gehalts- und Lohnexekution, jedoch ist aber auch das Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe, das Krankengeld oder Reha-Geld von einer Gehalts- und Lohnexekution betroffen. Woher weiß ich, wie viel von meinem Einkommen überhaupt abgezogen werden kann? Hier ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob ich mein Geld 12-mal im Jahr oder 14-mal im Jahr, also mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld, erhalte. Das Grundprinzip bei einer Lohn- oder Gehaltsexekution ist, dass alles bis auf mein Existenzminimum abgezogen wird und an den oder die Gläubigerin überwiesen wird. Das heißt, ich bekomme nur mein Existenzminimum ausbezahlt. Habe ich mehrere Unterhaltspflichten, zum Beispiel Kinder, für die ich sorgen und Unterhalt zahlen muss, dann ist mein Existenzminimum höher. Wichtig zu wissen ist, dass das Existenzminimum im Zusammenhang mit einer Lohnpfändung sehr unterschiedlich sein kann. Mein Existenzminimum steigt zum Beispiel mit meinem Einkommen. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto höher ist auch mein Existenzminimum. Das Existenzminimum bei einer Lohnpfändung darf daher nicht mit der Armutsgrenze, der Ausgleichszulage oder einer Mindestpension verwechselt werden. Um selbst nachzusehen, wie hoch eine Lohnpfändung bei meinem Einkommen sein kann, gibt es online einen Pfändungsrechner. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Der Pfändungsrechner ist sehr einfach aufgebaut und kann daher leicht verständlich genutzt werden. Was muss ich aber wissen, damit ich eine Pfändung berechnen kann? Wie viel Geld bekomme ich pro Monat? Bekomme ich das Geld 12 oder 14 Mal pro Jahr ausbezahlt? Und ich muss wissen, wie viele Unterhaltspflichten ich habe. Ich möchte euch nun den Pfändungsrechner anhand eines Beispiels zeigen. Sagen wir, Herr M. verdient monatlich als Arbeiter 1300 Euro. Er bekommt Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Daher erhält er den Lohn 14 Mal. Er hat eine 12-jährige Tochter. Er ist verheiratet und seine Ehefrau arbeitet selbst Vollzeit. Das heißt, Herr M. hat eine Unterhaltspflicht. Der Pfändungsrechner rechnet nach der Eingabe dieser Zahlen das Existenzminimum von Herr M. aus und zeigt, wie viel ihm bei einer Lohnpfändung von seinem Lohn bleiben wird. Nach der Berechnung bleiben Herr M. 1240 von seinem Einkommen von 1300 Euro. Also werden ihm bei einer Lohnpfändung 60 Euro abgezogen. Würde eine Lohnpfändung wegen Unterhaltsrückständen, zum Beispiel beim Kindesunterhalt, geführt werden, dann darf auch mehr vom Einkommen abgezogen werden. Das ist aber nur beim Unterhalt so. Hier ist das Existenzminimum deutlich weniger, nämlich 930 Euro. Würde Herr M. zum Beispiel 1300 Euro Arbeitslosengeld bekommen
und das eben nur 12-mal pro Jahr, dann würde ihm vom Einkommen nichts abgezogen werden. Aber dafür bekommt er auch kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld, wenn er Arbeitslosengeld bezieht. Bei 1.500 Euro und Arbeitslosengeldbezug würden ihm dann ca. 80 Euro abgezogen werden und sein Existenzminimum liegt bei 1.420 Euro und 20 Cent. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Lohn- und Gehaltsexekution und auch das Existenzminimum etwas näher bringen. Wenn noch Fragen zu diesem Thema bestehen, könnt ihr euch gerne an die Schuldnerberaterinnen und Schuldnerberater der Schuldnerhilfe Oberösterreich in Linz wenden.